Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. Wir sind bei Paragraph 104 und auch hier erstmal wieder so eine Überschrift: Nutzen des schriftlich aufgezeichneten Krankheitsbildes zum Heilen und beim Verfolg der Kur. Anmerkung: Wie verfahren die Ärzte alter Schule bei Erforschung des Krankheitszustandes? Ist nun die Gesamtheit der den Krankheitsfall vorzüglich bestimmenden und auszeichnenden Symptome oder mit anderen Worten das Bild der Krankheit irgendeiner Art einmal genau aufgezeichnet, so ist auch die schwerste Arbeit geschehen. Der Heilkünstler hat es dann bei der Kur vorzüglich der chronischen Krankheit auf immer vor sich, kann es in all seinen Teilen durchschauen und die charakteristischen Zeichen herausheben, um ihm eine gegen diese, das ist gegen das Übel selbstgerichtete, treffend ähnliche künstliche Krankheitspotenz in dem homöopathisch gewählten Arzneimittel entgegenzusetzen. Gewählt aus den Symptomreihen aller nach ihren Reihenwirkungen bekannt gewordenen Arzneien. Und wenn er sich während der Kur nach dem Erfolge der Arznei und dem geänderten Befinden des Kranken erkundigt, braucht er bei seinem neuen Krankheitsbefunde von der ursprünglichen Gruppe der zuerst aufgezeichneten Symptome bloß das in seinem Manuale wegzulassen, was sich gebessert hat, und dazu zu setzen, was noch davon vorhanden oder etwa an neuen Beschwerden hinzugekommen ist. Da gab es ja jetzt noch eine Anmerkung, die müssen wir uns also auch nochmal anschauen. Ne? Da war Genau. dieses 2. Ja. Die Ärzte alter Schule machten sich hiermit in ihren Kuren äußerst bequem. Da hörte man keine genaue Erkundigung nach allen Umständen des Kranken. Ja, der Arzt unterbrach diese sogar oft in der Erzählung. Also die Kranken unterbrach er in der Erzählung ihre einzelnen Genau. Beschwerden, um sich nicht stören zu lassen bei schneller Aufschreibung des Rezeptes aus mehreren von ihm nach ihrer wahren Wirkung nicht bekannten Ingredienzien zusammengesetzt. Aber die hatten gar keine Ahnung von den Arzneien, die sie verschrieben, sagt er hier. Sagt er ja. Kein allopathischer Arzt, wie gesagt, verlangte die sämtlichen genauen Umstände des Kranken zu erfahren, noch weniger schrieb er sich da etwas davon auf. Wenn er dann den Kranken nach mehreren Tagen wieder sah, wusste er von den wenigen zuerst gehörten Umständen, da er seitdem so viele verschiedene andere Kranke gesehen, wenig oder nichts mehr. Er hatte es zu dem einen Ohre hinein und zu dem anderen wieder hinausgehen lassen. Auch tat er bei fernen Besuchen nur wenige allgemeine Fragen, tat, als fühlte er den Puls seiner Handwurzel, besah die Zunge, verschrieb in demselben Augenblicke ebenso ohne verständigen Grund ein anderes Rezept oder ließ das erste öfters des Tages in ansehnlichen Portionen fortbrauchen und eilte mit zierlichen Gebärden zu dem 50., 60. Kranken, den er denselben Vormittag noch gedankenlos zu besuchen hatte. So war das eigentlich nachdenklichste aller Geschäfte, die gewissenhafte, sorgfältige Erforschung des Zustandes jedes einzelnen Kranken und darauf zu gründende spezielle Heilung von den Leuten getrieben, die sich Ärzte rationelle Heilkünstler nannten. Der Erfolg war wie natürlich fast ohne Ausnahme schlecht und dennoch mussten die Kranken zu ihnen, teils weil es nichts Besseres gab, teils aus Etikett und weil es so eingeführt ist. Hier fällt mir dabei auf, das kann ja durchaus einem Besuch bei einem Arzt ähneln, den wir heutzutage so machen. Der macht das dann allerdings so, wenn er dann was hört, was irgendwie da hineingeworfen wird, dann wird er weitere Untersuchungen anordnen. Dann gibt es weitere Analysen, irgendwelche Untersuchungen bei einem Spezialisten, der das dann also nochmal tiefer erforscht. Und gut, also, ja, also es ist aber auch halt so, ne, hast du das schon mal erlebt, dass da wirklich ein Arzt so genau sich deine Symptome anhört? Ist ja nicht so, ne? Also, ich kriege normalerweise von meinen Patienten eigentlich immer gesagt, dass so genau noch niemand gefragt hat. Genau. Ja? Das ist eigentlich so der typische Ist Fall. jetzt einfach nur, also ich will damit gar nicht sagen, dass jetzt also Ärzte hier so arbeiten wie die Ärzte, also heutzutage Ärzte so arbeiten wie die Ärzte damals, und da kennt sich ja Hahnemann ja aus, und das kann ich mir vorstellen, das kann ja nicht funktionieren. Es wird ja Ja. hier die Gewissenhaftigkeit dadurch erfüllt, dass dann eben weitere Untersuchungen zum Beispiel angeordnet werden. Dennoch hat halt der Arzt, weil er sich das nicht so genau aufschreibt, natürlich diesen Vergleich dann ja auch nicht, ne? Der Arzt muss ja auch sich
irgendwie das hinkriegen, dass er in einer gewissen Zeit fertig wird. Ja? So ist das einfach durch unser heutiges System. Ja? Naja, wenn der Arzt da damals der Arzt auch seinen 60. Patienten am Morgen sah, dann hat er da ja auch viel zu tun gehabt. Wenn er da auch noch hineilen musste, frage ich mich gerade, wie hat er das denn geschafft? Nun gut. Ja, das ist wirklich die Aber du Frage. Hast hier ein schönes Bild. Ja, so, ich habe hier versucht, das zu veranschaulichen, was er gesagt hat, mit, dass wir einfach das komplette Krankheitsbild aufzeichnen. Ja? Stellen wir uns doch jetzt mal die Symptome des Kranken als ein Beet vor, welches eine Mischung aus verschiedenen Kräutern und Unkräutern ist. Und das liebe Wort Unkräuter hat vorhin Arnett schon in Wallung getrieben. Nicht in Wallung, aber wir haben ja so ein kleines bisschen uns vorher besprochen und dann habe ich gesagt, Unkräuter. Naja, also ganz viele der sozusagen Unkräuter sind Heilpflanzen. Also, aber okay, genau. Ja, und daraufhin habe ich dir widersprochen, das heißt widersprochen. Ich habe dann gesagt, das ist ja genau das Schöne an dem Bild. Weil, wenn ein Patient zu uns kommt, der schildert erstmal, was er denn so empfindet. Ja? Und zuerst können wir da eigentlich nicht unterscheiden, sind bestimmte Sachen jetzt ein Symptom einer Krankheit oder sind es einfach nur Beschreibungen von seinen normalen Empfindungen? Ja? Wie können wir das denn unterscheiden? Und deswegen ist die Sache Unterscheidung zwischen Kraut und Unkraut genauso zwischen Symptomen von Krankheit und einfach nur Beschreibung seiner seiner Symptomatologie, was der Mensch halt so empfindet. Ja? Was weiß ich, wenn jemand zum Beispiel dann, wenn er friert, anfängt, ob er jetzt anfängt am Rücken zu frösteln oder ob er anfängt am Nacken zu frösteln. Inwiefern ist das jetzt ein Symptom von einer Krankheit? Ja? Also da müssen wir wirklich differenzieren und deswegen, das hängt einfach davon ab. Ja? Und deswegen passt das eigentlich. Wir wählen aus. Wir wählen aus, was wir als Behandler als krankhaft empfinden. Und genauso wählen wir hier als Gärtner aus, dass wir diese Ranken, die hier oben in dem Bild hier sind, also hier die eine Ranke und hier die andere Ranke, dass wir die als etwas empfinden, was wir jetzt therapieren wollen, was wir rausnehmen wollen. Mhm. Ja, so, und wir haben jetzt genau das getan, was Hahnemann in diesem Paragraphen beschreibt. Ja? Wir haben das jetzt behandelt mit einem homöopathischen Mittel, welches eben genau diese Art von Symptomen, was eben dieser Ranke eben entsprach. Ja? Und das wurde jetzt ersetzt durch andere Pflanzen. Ja, das könnten die Pflanzen sein, die wir haben wollen. Das könnte also sein, dass dadurch, dass die Ranken entfernt wurden, jetzt eben das Gesunde in dem Sinne, das, was wir haben wollen, wächst. Es könnte auch sein, dass es eben halt auch sogar noch andere krankhafte Symptome sind, die jetzt auch wiederum angegangen werden müssen. Das könnte also ein Mittelwechsel zum Beispiel auch bedeuten. Auf jeden Fall sehen wir, wir haben dieses gesamte Krankheitsbild, wir haben dieses Beet, wir haben einfach die genaue Aufzeichnung der Beschwerden und deswegen können wir jetzt, nachdem wir jetzt sehen, wodurch das ersetzt worden ist, können wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir unser neues Bild und jetzt gehen wir an diese Sache ran, ja. Und beurteilen jetzt, was wir jetzt als nächstes angehen. Ja? Und das ist eben wichtig, dass wir eben nicht nur einfach eine Ranke nur gesehen haben, sondern dass wir das große ganze Bild gesehen haben. Ja? Und deswegen jetzt das nächste angehen können. Ja? Und ein konventioneller Arzt wäre halt nur an die Ranke rangegangen und hätte eben nur gesagt, okay, wir nehmen die Ranke. Wir könnten zum Beispiel, um bei dem Bild des Unkrautes in Anführungszeichen zu bleiben, bei dieser Ranke, ja, wenn er dann einfach nur dran zieht und hat im Prinzip die Wurzel nicht rausgezogen, ja, wird sich langfristig gesehen eigentlich nicht so wahnsinnig viel dran ändern.
Also das Mittel muss tief genug gehen, könnte man hierzu sagen. Und Richtig, das vielleicht sollte weiß man auch man, sich mal anschauen, der Vergleich mit diesem Beet ist auch deshalb sehr schön, weil ich meine, wenn das jetzt zum Beispiel auch, ich gucke mir das ganze Beet an und für mich sieht das so aus, als wenn es zum Beispiel nicht besonders gut gewässert ist. Ne? Es sieht genau. irgendwie trocken aus. Das heißt also, Genau. da muss ich auch die Grundlebensart des Patienten eben mit in Betracht ziehen. Also trinkt er genug, ernährt er sich Genau. genug, gesund genug, ne? Dass ich das also Ja. eben alles auf diese Art und Weise betrachte. Also ich schaue den Patienten ja auch als Ganzes an und nicht alles wird über ein homöopathisches Mittel dann gelöst, sondern das ist ja auch die Beratung, was der Patient ma besser machen sollte. Ne? Also irgendwelche Sachen weglassen, andere Sachen dann eher hinzufügen, sodass es dann eben insgesamt besser geht. Also Genau. genau, das als Gesamtkur, als eben auch Ja, ganzheitliche Kur. Ja, sehr schön. ganz Und genau. Hahnemann wird uns im weiteren Verlauf des Organon dann auch zeigen, wie wir das dann rausfinden, welches denn nun die Kranken sind, die wir da rausnehmen sollen, mehr oder weniger, wie wir das erkennen, was das Krankhafte eben tatsächlich ist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.